Anja steht mitten im Leben. 39-jährig, Mutter von Lukas und Sophie, verheiratet mit Peter. Sie arbeitet Teilzeit als Verkäuferin. Dann nimmt das Leben der Familie eine brüske Wende. Bei Anja wird Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Sie wird operiert und onkologisch behandelt. Mit der Unterstützung ihres Mannes kann sich Anja zu Hause selbst versorgen. Die Schwiegermutter hilft der Familie. Trotzdem fühlen sich die Kinder gestresst und ängstlich, wenn sie allein mit ihrer Mutter sind. Auch für Peter wächst die Belastung. Neben seinem 100%-Job betreut er Anja, erledigt den Haushalt und schaut zu den Kindern. Eine Reduktion des Arbeitspensums ist auch aus finanziellen Gründen nicht möglich. Ohnehin wird es finanziell eng. Die Gesundheitskosten drücken, der Verdienst von Anja ist weggefallen, langsam schwinden die Ersparnisse. Leider verschlechtert sich Anjas Zustand. Bei einer weiteren Operation finden die Ärzte einen neuen Tumor. Die bittere Erkenntnis für Anja: Es gibt keine Therapie mehr, die sie heilen kann. Sie wird in die Palliativcare verlegt. Weil die Kostengutsprache der Krankenkasse beschränkt ist, muss bald eine Anschlusslösung gefunden werden. Was nun? Ins Pflegeheim gehen? Diese Möglichkeit ist für die junge Frau unzumutbar. Und sie müsste die Kosten für den Aufenthalt tragen. Dafür fehlt das Geld. Zurück nach Hause? Die Kinder wären mit ihrer sterbenden Mutter in den eigenen vier Wänden konfrontiert. Und Anja? Der Mann bei der Arbeit, die Kinder in der Schule. Sie fürchtet sich vor der Einsamkeit. Die Familie droht in der größten Tragödie ihres Lebens durch die Maschen zu fallen. Ein Hospiz wäre für sie der richtige Ort gewesen. Aber im Kanton Bern, wo Anja lebt, gibt es noch kein solches Angebot. Diese Versorgungslücke muss geschlossen werden. In der Interessengemeinschaft Hospize Bern sind 5 Projekte in der Region Biel, im Berner Jura, im Oberland, in der Region Gantrisch und in der Region Bern-Mittelland zusammengeschlossen. Geplant sind je 10 bis 12 Plätze. In einem Hospiz werden sterbende Menschen bis zu ihrem Tod gepflegt und umsorgt. Fachpersonen sind rund um die Uhr da, lindern Schmerzen und geben Sicherheit. Die familiäre Atmosphäre in einem Hospiz unterscheidet es von Spitälern und anderen Pflegeeinrichtungen und unterstützt die Familie beim Abschiednehmen. Die Anwesenheit geliebter Menschen erleichtert den Sterbenden die letzte Lebensphase. Gegenwärtig klärt die Interessengemeinschaft Hospize Bern mit den Behörden die juristischen und finanziellen Aspekte. Damit im Jahr 2026 das erste Hospiz im Kanton Bern seine Türen öffnen kann. Zurück zu Anja. Es ist klar, dass sie bald sterben wird. Zu Hause ist das nicht möglich. Auch nicht in einem Spital oder in einem Pflegeheim. Was nun? Da macht ihr über 80-jähriger Vater einen überraschenden Vorschlag. Komm zu mir. Anfangs stößt diese Idee auf Widerstand. Bei Anja selber, aber auch bei ihrem Umfeld. Aber es gibt keine Wahl. Anja stirbt 3 Wochen später bei ihrem betagten Vater. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie beim Eintritt ins Leben sollten auch am Ende des Lebens würdige und professionelle Angebote verfügbar und finanziell tragbar sein. Gerade Menschen, die mitten im Leben stehen und von einer schweren Krankheit überrascht werden, benötigen Angebote, die auf ihre Situation abgestimmt sind. Menschen also wie Anja. Dafür hat die Gesellschaft zu sorgen.